Tagesordnungspunkt Nummer 8. Die vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag. Und gleich wird sich auch alles Gewirbel entspannt haben. Die Anzahl der weiblichen Mitglieder im Deutschen Bundestag in den vorderen Reihen nimmt zu. Wir freuen uns natürlich auch über alle anderen, die der Debatte aufmerksam folgen wollen. Es gibt aber keinen besonderen Beifall dafür, sondern es gibt höchstens Selbstverständlichkeit. Herzlichen Dank. Wir haben für die Aussprache hier eine Dauer von 67 Minuten vorgesehen. Und als erstes gebe ich das Wort der Bundesministerin Anne Spiegel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zuhörende, wir sind mit der Plenardebatte zum Internationalen Frauentag einerseits früh dran, denn er ist erst in 19 Tagen. Und das Motto am 8. März lautet Each for Equal, jede und jeder für Gleichberechtigung. Und da frage ich mich andererseits natürlich, warum wir so spät dran sind, warum Frauen nach mehr als 100 Jahren Frauentag noch immer nicht gleichberechtigt und gleichgestellt sind und warum wir vielmehr erst einen Tag vorher, am 7. März, den Equal Pay Day haben, mit dem wir weltweit darauf aufmerksam machen, dass Frauen 2022 weltweit statistisch 65 Tage umsonst arbeiten müssen, weil sie im Schnitt 19% niedrigere Stundenlöhne haben als Männer. Und in Deutschland stehen wir mit 18% nicht viel besser da. Und das Weltwirtschaftsforum hat vorgerechnet, dass wir Gleichstellung erst in 135 Jahren erreichen, wenn wir mit diesem Tempo weitermachen. Und wir wollen nicht so weitermachen. Frau Ministerin, möchten Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch zulassen? Ja. Bitte sehr. Ja, vielen herzlichen Dank tatsächlich, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Und sie ist auch sehr kurz. Ich würde gerne von Ihnen wissen, weil Sie gerade gesagt haben, die Gleichberechtigung der Frauen sei nicht erreicht. Welche Rechte haben Frauen in Deutschland nicht, die Männer haben? Ganz konkret, welches Recht haben wir nicht, was die Männer haben? Nicht die Gleichstellung, die Gleichberechtigung. Katholische Pfarrerin. Sehr geehrte Abgeordnete, ich bin ja eben in meiner Rede bereits darauf eingegangen. Ich möchte das auch gerne noch im weiteren Verlauf meiner Rede weiter ausführen. Meines Erachtens sollte jede Frau in der Bundesrepublik das Recht haben auf gleiche Bezahlung mit den Männern. Das heißt, für gleiche Arbeit muss es gleiche Bezahlung geben. Und dieses Recht ist nach wie vor in der Bundesrepublik nicht verwirklicht. Und genau daran müssen wir weiter arbeiten. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete und liebe Zuhörende, sollten wir so nicht weitermachen. Wir sollten nicht weiter unter unseren Möglichkeiten bleiben. Denn noch nie hatten wir eine besser ausgebildete Frauengeneration als heute. Gebildet, qualifiziert und hochmotiviert. Und wir sollten dafür sorgen, dass diese Frauengeneration sich genauso einbringen kann wie die Männer. Bleiben wir. Bleiben wir also als Land nicht weiter unseren ökonomischen, unter unseren kreativen und unter unseren politischen Möglichkeiten, sondern schöpfen wir unser Potenzial aus. Jede und jeder nach Talent und Zeit. Frauen und Männer auf Augenhöhe, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, ob mit oder ohne Behinderung. Das ist mein Verständnis von Intersektionalität und Feminismus. Und das ist es auf den Punkt gebracht, doch was Gleichberechtigung und Gleichstellung bedeuten. Und dazu gehört
Dazu gehört selbstverständlich, dass Frauen zur Hälfte an allen relevanten Entscheidungen beteiligt werden und dass sie genauso viel Einkommen erzielen können wie Männer. Und darum bringen wir mehr Frauen in Führungspositionen. Darum werden wir das Entgelttransparenzgesetz überarbeiten und darum werden wir auch Familien unterstützen, unbezahlte Arbeit im Haushalt, mit Kindern und in der Pflege partnerschaftlich auf mehreren Schultern zu verteilen. Und darum werden wir auch den Kampf gegen Armut von Frauen, insbesondere gegen Altersarmut, aufnehmen in dieser Gesellschaft. Und diese Themen wollen wir auch in Europa setzen, damit auch Europa nicht unter seinen Möglichkeiten bleibt. Wir beenden die Blockade bei der Führungspositionen-Richtlinie. Wir werden die Lohntransparenz-Richtlinie aktiv unterstützen. Und wenn die Kommission demnächst eine europäische Strategie für Pflege und Betreuung vorlegt, dann sind wir gut vorbereitet. Denn Gleichberechtigung macht Europa stark. Und es ist übrigens kein Zufall, dass es Autokraten sind, die das Rad zurückdrehen wollen. In demokratischen, in starken und in gleichberechtigten Gesellschaften hätten Sie keine Chance. Wir in Deutschland haben den Gleichstellungscheck vereinbart, dem sich alle Vorhaben unterziehen müssen. Und so haben wir gute Chancen, dass Gesetze dazu beitragen, die Potenziale von Frauen und Männern gleichermaßen zu heben und ihren Bedürfnissen gleichermaßen gerecht zu werden. Aber lassen Sie mich den Blick auf ein nach wie vor großes Problem in unserer Gesellschaft lenken, und das ist die alltägliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen in unserer Gesellschaft. Gewalt, die Frauen in ihren Grundrechten auf Leben, Freiheit und Gesundheit massiv beschränkt und die gesellschaftliche Teilhabe verhindert. Und es macht fassungslos, dass in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Aber es macht uns nicht tatenlos, denn wir wollen das Hilfesystem verbessern und das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sicherstellen. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, es ist allerhöchste Zeit für Gleichstellung. Und ich werde als Frauenministerin dafür kämpfen, dass Deutschland nicht unter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber getreu des Mottos, dass wir jede und jeden brauchen, keine Frauenministerin, kein Frauenministerium schafft das alleine. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch all jenen danken, die sich tagtäglich hier in diesem Hohen Hause, aber auch in der ganzen Bundesrepublik für Frauenrechte und für Gleichberechtigung stark machen, denn nur zusammen werden wir dieses Ziel erreichen. Herzlichen Dank. Die Kollegin Mareike Lotte-Wulff hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion und zu ihrer ersten Rede. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich erstmal sehr, dass das Präsidium sich entschieden hat, diese Debatte auf den Geburtstag von Rita Süssmuth zu legen, der ich an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren möchte, die sicherlich auch viel für Frauen in diesem Land getan hat und für viele Frauen Vorbild war. Liebe Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Rede. Ich muss Ihnen aber eines sagen. Bei vielen Themen stimmen wir überein. Bei vielen Themen hätte ich mir aber auch gewünscht, ein bisschen mehr als wohlwollende Appelle und Ankündigungen, ein bisschen mehr Konkretes. Das haben die Frauen in diesem Land verdient, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein bisschen mehr Konkretes, weil wir ganz konkret darauf schauen müssen, wie geht es Frauen in diesem Land in dieser Zeit? Und ich möchte sagen, Corona ist eine Krise der Frauen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frauen schultern im Gesundheitswesen eine Hauptlast der Pandemie. Frauen haben im Lockdown die Versorgung von Kindern und Homeoffice übernommen. Sie sind und sie waren in Grundschulen und in den Kitas dem Virus besonders ausgesetzt.
Und das ist nicht nur ein Anlass, Danke zu sagen, das ist ein Anlass, mal ganz konkret hinzuschauen, wie geht es Frauen in den Berufen, die sogenannten Frauenberufe. Und ich finde, im Bereich Pflege, da hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan. Der eine oder andere wird sagen, vielleicht nicht genug. Aber es gibt einen Bereich, den Mangelberuf der Erzieherin, in dem wir uns in diesem Land aus meiner Sicht unhaltbare Zustände leisten. In diesem Beruf sind 90% Frauen. Und ich glaube, es gibt keine deutsche Stadt oder Gemeinde, die nicht nach Erzieherinnen händeringend sucht. Aber wir bilden hier weiterhin vollschulisch aus. Und das heißt am Ende nichts anderes, dass wir Heerscharen von unbezahlten Praktikantinnen in den Kitas als billige Aushilfskräfte haben. Und einige von denen, und ich kenne auch einige von denen, arbeiten dann am Wochenende im Supermarkt, um sich ihre Ausbildung leisten zu können. Und deshalb wird es endlich Zeit, die Erzieherausbildung und die Sozialassistentenausbildung flächendeckend zu vergüten. Und Frau Spiegel, Sie haben da eine Initiative angekündigt, aber wir werden Sie an den Ergebnissen messen, ob am Ende der Bund die Länder zielgerichtet unterstützt, hier eine tarifliche Bezahlung zu gewährleisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-Krise ist eine Krise der Frauen. Denn Arbeitsplätze von Frauen sind betroffen und sie sind auch gefährdet, anders als in anderen Krisen. Die Corona-Krise hat einen 10-jährigen Aufbau von Arbeitsplätzen abrupt beendet. Und von diesem Aufbau von Arbeitsplätzen haben insbesondere die Frauen profitiert in diesem Land. Denn ihr Beschäftigungsgrad, der ist kontinuierlich angestiegen. Von Corona sind erstmalig nicht nur die Bereiche der Industrie betroffen, sondern auch die Bereiche der Dienstleistungen, in denen Frauen vornehmlich tätig sind. Zum Beispiel der Handel, die Touristik, die Messewirtschaft, die Gastronomie, die Friseure, aber auch der gesamte Bereich der Freizeit. Und wenn sich die Industrie mittlerweile langsam wiederholt, sehen sich die Dienstleistungen weiterhin Beschränkungen ausgesetzt. Und wenn wir im Herbst eine erneute Welle bekommen, dann werden das auch die Bereiche sein, die als erstes wieder reguliert werden. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, finde ich, muss man solche sozialen Maßnahmen wie die Erhöhung des Mindestlohns eben relativ sehen, wenn es um Frauen geht. Denn zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Frauen von einer guten Konjunktur und von besser bezahlten Jobs am meisten profitieren. Und deshalb werden wir diese Regierung daran messen, wie schnell sie Beschäftigung für Frauen wieder aufbauen, wie schnell sie gute, hochwertige, sozialversicherungspflichtige Jobs und gerne auch tariflich vergütete Jobs für Frauen schaffen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Corona ist eine Krise der Frauen. Denn ein sehr schweres Kapitel ist der Anstieg der sexualisierten Gewalt gegen Kinder, vornehmlich viele Mädchen. Im Jahr 2020, also im Jahr des Lockdowns, ist die Verbreitung und der Konsum von Missbrauchsabbildungen oder besser gesagt sexualisierter Folter gegen Kinder um mehr als 50% gestiegen. Und wo Abbildungen sind, da sind Taten. Und ich glaube, wir müssen alle rechtsstaatlichen Mittel nutzen, um diese Zustände zu bekämpfen. Und lassen Sie mich sagen, vor diesem Hintergrund ist die gezielte Vorratsdatenspeicherung ein wirklich wichtiges Mittel. Und es ist fahrlässig, sich dem zu verweigern. Und deshalb, liebe Frau Spiegel, machen Sie nicht nur eine Kampfansage gegen Kinderarmut, machen Sie nicht nur eine Kampfansage gegen Einsamkeit im Alter, wie Sie es eben gemacht haben. Machen Sie auch eine Kampfansage gegen Kindesmissbrauch und überzeugen Sie Ihren Kollegen Herrn Buschmann, die sexualisierte Folter von Kindern im Netz zu bekämpfen und die Vorratsdatenspeicherung zur Missbrauchsbekämpfung möglich zu machen. Die Kinder in diesem Land werden es Ihnen danken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen einstehen und gemeinsam für die Rechte von Frauen mutig eintreten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Kollegin Ariane Fescher hat jetzt das Wort auch zu ihrer ersten Rede hier im Haus.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frauen, liebe Kinder, liebe Menschen. Break the bias. Brechen wir die Voreingenommenheit. So lautet das Motto des diesjährigen Internationalen Frauentages. Er fußt auf dem Kampf der Frauen für ihr Wahlrecht. Die Feministin Clara Zetkin forderte damals keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte für Frauen. Das war 1908. Und heute? Wie 1908. Wir fordern die Hälfte des Geldes, wir fordern die Hälfte der Macht. Noch immer sitzen in deutschen Vorständen mehr Männer mit dem Namen Thomas als Frauen. Noch immer verdienen Frauen ungefähr 20% weniger als Männer. Mit dem Mindestlohn werden wir ab Oktober endlich einen entscheidenden Schritt weiterkommen, dieses Verhältnis anzugleichen und auch Altersarmut wirksam bekämpfen können. Wir Frauen wollen euch, liebe Männer, liebe Kollegen, aber gar keine Rechte wegnehmen. Wir wollen nur umgekehrt, dass Männlichsein nicht mehr automatisch privilegiert ist. Was wir, liebe MitstreiterInnen, hingegen nicht unterschätzen dürfen, das ist die gefühlte Bedrohung, die davon ausgeht, 50% der Macht abzugeben. Macht sichert Kontrolle und Überlegenheit. Das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht. Und ihr häufigstes Gegenmittel ist Gewalt. Daher durchzieht Gewalt, die oft struktureller Natur ist, in unendlich vielen Spielarten die allermeisten Frauenleben von Kindheit an. Sexueller Missbrauch, weibliche Genitalverstümmelung, diskriminierende Sprache, die Frauen zum Objekt macht, Stalking, verschiedenste Formen sexueller Gewalt bis hin zum Mord. In der Pandemie wurde mehr als jede 10. Frau von ihrem Partner bedroht, geschlagen und vergewaltigt. Die Zahlen korrelieren mit den Finanzsorgen, Ängsten und Depressionen ihrer Männer. Frauen mit Behinderung sind noch 2 bis 3 Mal häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen als andere Frauen. Und hier geht es nicht um Lust, es geht um Dominanz. Alle 2 bis 3 Tage, Frau Spiegel hat es bereits erwähnt, wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Richter nennen das meistens eine Beziehungstat und deswegen maximal Totschlag. Feministinnen nennen es Femizid. Aber was können wir tun? Strafrecht kann das Problem nicht lösen. Denn egal, welche Strafe ein Täter bekommt, das Opfer hat bereits lebenslänglich. Im Koalitionsvertrag haben wir nach der Istanbul-Konvention den Anspruch auf Schutz für jede Frau formuliert. Das ist richtig und gut. Allerdings stehen den empfohlenen 21.400 Plätzen in Frauenhäusern heute faktisch nur 6.800 existierende Plätze gegenüber. Unsere Strategie besteht also momentan wesentlich darin, Hilfestrukturen für Opfer auszubauen. Aber das ist der gleiche, unglaublich teure und oftmals leider nur sehr begrenzt funktionierende Reparaturbetrieb, den wir uns im Gesundheitswesen, im Strafvollzug und in der Jugendhilfe leisten. Der beste Opferschutz ist daher Prävention. Sorgen wir dafür, dass niemand mehr aus Hilflosigkeit oder aus Angst zum Täter werden muss. Das erreichen wir durch niedrigschwellige Gesprächs- und Therapieangebote, die dabei helfen, die eigene Ohnmacht in gestaltende Kraft zu übersetzen. Und durch ein Männerbild, das die Auseinandersetzung mit Ängsten und Gefühlen als Stärke und nicht als Schwäche interpretiert. Begleiten wir zudem die Kinder ab der Kita beim gesunden Großwerden auch emotional, indem wir Psychologen und Sozialpädagogen fest in pädagogischen Teams verankern und diese die Nöte der Kinder auch als die Nöte der Familien betrachten und daran arbeiten. Eine talentorientierte Bildung würde Menschen zudem ihre Stärken entwickeln lassen, damit sie sich selbstwirksam, fähig und zukunftsfest fühlen können. Das würde auch die gesellschaftliche Resilienz erhöhen und Menschen weniger anfällig für Angst, Verschwörungsmythen, Hass und Gewalt machen.
Albert Einstein sagte, man kann ein Problem nicht aus dem Geist heraus lösen, der es geschaffen hat. Deswegen ist es Zeit für eine weiblichere Weltsicht. Es ist Zeit, auch hier mehr Fortschritt zu wagen. Es ist Zeit für Liebe und Empathie als Kernkompetenzen für eine menschlichere Welt ohne Gewalt. Es ist Zeit für neue Geschlechterrollen. Ich bin für Frauen, die alles können und dürfen, und für Männer, die nicht alles können müssen. Ich bin für Menschen, die einfach einzigartig anders sein dürfen. Denn Frauenrechte sind Menschenrechte. Break the bias. Frau Fescher und Frau Wulff, wenn dieses Präsident, was, warum auch immer dort männlich immer noch steht, aufleuchtet, dann bedeutet das im Grundsatz, dass Sie Ihre Redezeit schon eine Weile überschritten haben. Und das geht immer beim ersten Mal, und bei den nächsten Malen werden wir dann hier strenger als Präsidium. Jetzt hat das Wort die Kollegin Marianne Harder-Könel für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als vor 111 Jahren der Weltfrauentag eingeführt wurde, da ging es Frauen noch um die echten Frauenrechte, nämlich den guten und richtigen Kampf für die Gleichberechtigung und für die Freiheit der Frau. Heute werden vor allem Phantomdebatten geführt. Da geht es um die gendergerechte Verhunzung der deutschen Sprache oder immer wieder über das leidige Thema Frauenquote. Ein Blick auf die Regierungsbank reicht, um zu sehen, welche Folge diese Quote hat. Eine Außenministerin, die von feministischer Außenpolitik schwadroniert. Was bitte soll das sein? Frau Baerbock, wollen Sie Tampons über Teheran abwerfen? Eine Familienministerin, die die Familie abschaffen und durch eine Verantwortungsgemeinschaft ersetzen will. Künftig wird es möglich sein, dass ein Kind einen Vater und drei Mütter hat. Damit wird die für Frauen katastrophale islamische Vielehe in Deutschland de facto legalisiert. Unfassbar, Frau Spiegel. Und Sie alle haben eines gemeinsam, Sie machen Frauen da zu Opfern, wo sie gar keine sind, und Sie schweigen dröhnend laut dort, wo Frauen zunehmend zu Opfern werden. Gender-Unsinn und Queer-Beauftragte werden eben nicht den über 100.000 Frauen helfen, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Und sie werden ebenso wenig den Frauen helfen, die von Zwangsverheiratung, Ehrenmorden und sexuellen Übergriffen bedroht wird. All das passiert aber in angeblich bestem Deutschland, das es je gab. Und durch Ihr politisch korrektes, kultursensibles Schweigen machen Sie sich mitschuldig daran, dass die über Jahrhunderte hart erkämpften Rechte der Frauen und Freiheiten der Frauen verloren gehen. Und deshalb ist es erforderlich, eine ganz neue Debatte über Frauenrechte zu führen. Aber die muss verdammt noch mal ehrlich sein. Frauenrechte zu stärken ist aktuell wichtiger denn je. Aber dabei geht es eben nicht um Genderwahn oder darum, wie man seine Eltern politisch korrekt benennt, sondern es geht darum, dass wir Frauen uns im Deutschland des 21. Jahrhunderts die Freiheit zurückerkämpfen müssen, angstfrei und ohne männliche Begleitung nachts auf die Straße gehen zu können. Es geht um die Freiheit, sich seinen Ehemann selber aussuchen zu dürfen, ihn nicht mit x anderen Frauen teilen zu müssen oder schon als Kind zwangsverheiratet zu werden. Es geht um die Freiheit, sich als Frau und Mutter auch für drei Kinder und mehr entscheiden zu können, ohne sich dem Risiko von Altersarmut auszusetzen oder sich von kinderlosen Grünen als CO2-produzierendes Heimchen am Herd beschimpfen zu lassen. Und vor allem geht es um Nulltoleranz. Nulltoleranz bei der zunehmenden Gewalt gegen Frauen, egal ob es sich um sexuelle oder häusliche Gewalt, um Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung oder Kinderehen handelt. Statt sich aber um diese echten Probleme zu kümmern, wollen Sie eine Art neues Matriarchat einführen. Ein Matriarchat, das so kultursensibel, so vogue, so voller Selbsthass ist, dass es archaischen Kulturen aus der ganzen Welt die Tore öffnet.
Wundern Sie sich aber nicht, wenn Ihre Matriarchat plötzlich in einem Patriarchat ganz neuer Qualität aufwacht. Dieses wird allerdings nicht so bunt und vogue sein, sondern vermutlich Burka-Schwarz. Daher mein Appell an Sie, erinnern Sie sich an die Anfänge des Weltfrauentages, an den guten und richtigen Kampf echter Frauenkämpferinnen und an die Erfolge dieses Kampfes. Freiheit, Gleichberechtigung, Schutz vor Gewalt. Massenmigration aus archaischen Kulturkreisen und der Kampf für diese Rechte sind schlicht inkompatibel. Also beenden Sie die Massenmigration. Beenden Sie Ihren konstruierten Kampf der Geschlechter. Lassen Sie Leistung und Qualifikation entscheiden, keine Quote. Dann und nur dann werden Sie der einzigen Aufgabe gerecht, die Sie in diesem Hause haben, nämlich dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen, und zwar des ganzen Volkes, der Frauen wie der Männer. Vielen Dank. Jetzt ist hier in einem Zwischenruf aus der AfD-Fraktion, sind wer auch immer als Mitglieder der Bundesversammlung diffamiert worden. Ich rate Ihnen, über diese Diffamierung noch mal nachzudenken, Herr Kupala, wenn ich das richtig gehört habe. Jetzt gebe ich das Wort der Kollegin Nicole Bauer für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind unserer Zeit voraus, wenn wir heute über den Internationalen Frauentag am 8. März bereits sprechen. Unserer Zeit voraus. Ich wünschte, ich könnte das auch über die gelebte, echte Gleichberechtigung in Deutschland sagen. Aber das war leider durch 16 Jahre unionsgeprägter Regierung und trotz einer Kanzlerin nicht möglich, meine Damen und Herren. Doch Dinge ändern sich zum Glück, und so auch die Regierungskonstellation in unserem Land. Und in unserem Koalitionsvertrag haben wir eine klare Ausrichtung in Richtung moderne Gesellschaftspolitik. Und als Ampel setzen wir die Segel neu in Richtung Aufbruch, in Richtung Modernisierung. Wir verstehen uns als eine echte Fortschrittskoalition. Wir wollen Veränderung, und wir machen progressive Politik. Damit die Menschen in allen Lebenslagen, egal in welchem Geschlecht, faire Verwirklichungschancen haben. Denn darauf kommt es an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden Menschen, insbesondere Frauen, im digitalen Raum und in der realen Welt stärker von Gewalt schützen. Denn nur ein gewaltfreies Leben ist die Grundlage für eine freie Entfaltung. Dafür wollen wir die Istanbul-Konvention vorbehaltlos umsetzen. Denn es ist nur die Spitze des Eisberges, dass an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Hier in Deutschland, mitten in unserer Gesellschaft. Und alle 45 Minuten muss die Polizei ausrücken gegen häusliche Gewalt. Und wem das schon viel genug erscheint, dem möchte ich zurufen, nein, es fängt viel früher an. Es fängt bei der respektvollen Begegnung auf Augenhöhe an, den sexistischen Kommentaren und Belästigungen. Leider müssen wir das selbst hier im Parlament immer wieder erleben, dass der Respekt nicht für alle eine Selbstverständlichkeit ist. Und das sage ich ausgerechnet in Ihre Fraktion. Ihr Frauenbild, und das haben Sie eben gezeigt, ist rückwärtsgewandt und alles andere, was die Frauen wollen oder Frauen brauchen. Sie brauchen nämlich Freiheit, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können, sich nach den eigenen Vorstellungen entwickeln zu können. Ob sie im sozialen Bereich eine Pflegekraft oder Ärztin sein will, eine Firma gründen möchte oder an künstlicher Intelligenz forschen möchte, ob sie dabei aufsteigen und Führungsverantwortung übernehmen will oder ob sie das Familienleben, wie sie das vereinbaren möchte, mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin und schließlich, ob sie überhaupt Kinder will. Im Ausnahmefall einer ungewollten Schwangerschaft muss das auch bedeuten, dass Frauen
und Paare den möglichst niedrigschwelligen Zugang zu seriösen Informationen aus medizinischer Hand hat. Und genau deshalb streichen wir 219a, meine Kolleginnen und Kollegen. Verantwortungsvolle und mündige Entscheidungen kann eine Frau nur dann treffen, wenn wir es ihr auch zutrauen. Also trauen wir den Frauen in unserem Land mehr zu und schaffen wir faire Chancen für, unabhängig vom Geschlecht, für eine gelebte Gleichberechtigung, für individuelle Verwirklichung, ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben, finanzielle Unabhängigkeit, die Möglichkeit, in der Zukunft mitgestalten zu können. Also schaffen wir faire Chancen für gelebte Gleichberechtigung. Ja, das ist die Debatte zum Weltfrauentag. Aber doch wissen wir längst, dass es dazu auch Männer braucht, die erkennen, was sie dabei gewinnen können. Artikel 3 ist ein ständiger Auftrag. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Weltfrauentag. Jetzt hat die Kollegin Heidi Reicheneck das Wort für die Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, ich erinnere mich sehr gerne an die Wurzeln des Internationalen Frauentages. Der entstand nämlich auf Initiative sozialistischer Feministinnen. Ich finde, das kann man hier durchaus mal erwähnen. Und zwar schon vor dem Ersten Weltkrieg. Mit dem Ziel, für Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frauen zu kämpfen. Über 100 Jahre also, mit Unterbrechung in der Zeit des Faschismus, begehen wir in Deutschland in Ost und West den Frauentag. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, mal zu schauen, was wir erreicht haben. Fakt ist, dass nur 35% der Mitglieder dieses Hauses Frauen sind. Fakt ist, dass 40% aller Mädchen und Frauen in Deutschland über 16 sexualisierte oder körperliche Gewalt erlebt haben. Und Fakt ist, dass Frauen immer noch durchschnittlich 18% weniger als Männer verdienen. Frauen mit Migrationshintergrund sogar noch mal 20% weniger als herkunftsdeutsche Frauen. Ja, 18% Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Und ich weiß, die Ersten hier verspüren den Drang zu rufen, ja, das ist aber nur so, weil die unterschiedliche Jobs machen. Wenn das der gleiche ist, ist das ganz anders. Und Frauen entscheiden sich nun mal für schlechter bezahlte Jobs. Wirklich? Ist das dann eine angemessene Reaktion? Wir können uns doch nicht wirklich damit zufrieden geben, dass Frauenberufe eben schlechter bezahlt sind und direkt in die Altersarmut führen. Genau. Frau Ministerin Spiegel, Sie sagen, Sie nehmen den Kampf auf. Aber ich frage mich, wie denn? Es wird zwar an Feiertagen darüber geredet, aber seit Jahrzehnten ändert sich kaum etwas an der Situation. Und die strukturelle Ungleichheit zwischen Männern und Frauen bleibt. Aber warum ist das eigentlich so? Sorge, Pflege, Haus- und Erziehungsarbeit sind Berufe, ohne die eine Gesellschaft niemals funktionieren kann. Und in denen traditionell Frauen überrepräsentiert sind, weil es angeblich typische Frauenberufe sind. Kümmern ist eben eine weibliche Aufgabe, sagen vor allem viele Männer gern. Und am liebsten würde man dieses Kümmern, diese Fürsorge, ja sowieso zur reinen Privatangelegenheit, also von Frauen natürlich erklären, statt sie als gesellschaftliche Aufgabe anzuerkennen. Und dieses Kümmern ist dann auch angeblich keine Leistung, sondern liegt den Frauen halt im Blut und entsprechend sieht es bei der Vergütung von Berufen in diesen Bereichen dann aus. Der neuen Bundesregierung ist es genauso bekannt wie der alten. Vielleicht tun Sie auch mal was dagegen. Ich fände es super, wenn ich mir den Koalitionsvertrag ansehe, ist meine Hoffnung da allerdings gering. Umso wichtiger, dass Verdi in den nächsten Tagen in die Tarifkämpfe im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst einsteigen wird. Ich war viele Jahre in der Jugendhilfe tätig. Soweit ich weiß, gilt es für recht wenige hier im Haus. Wenige aus dem sozialen Bereich sind hier vertreten. Und daher möchte ich diese einmalige Chance nutzen, meinen KollegInnen für die Tarifverhandlungen viel Kraft und Erfolg zu wünschen und ihnen an dieser Stelle für ihre Leistung zu danken. Ob im Kindergarten, im Jugendtreff, in der Schulsozialarbeit und überall, wo ihr euch kümmert, leistet ihr Unglaubliches, liebe KollegInnen. Und dieses Kümmern ist keine einfache Arbeit. Wenn ihr vor Erschöpfung kaum noch aufrecht stehen könnt, weil in der Kita Personalmangel herrscht, eure Überstunden sich stapeln und ihr trotzdem gute Betreuung leisten wollt. Wenn ihr in den frühesten Morgenstunden bis tief in die Nacht für die Menschen da seid, weil ihr unbedingt noch der Schülerin helfen wollt, die Angst hat, am nächsten Tag in die Schule zu gehen. Und wenn ihr keinen Schlaf findet, weil ihr den Gedanken nicht verdrängen könnt, dass eine der Familien, die ihr betreut, vielleicht aus der Wohnung geworfen wird. Und das sind keine fiktiven Beispiele. Liebe KollegInnen, ihr verdient mehr Geld und Anerkennung sowie bessere Arbeitsbedingungen. Es braucht endlich politische Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Euer Kampf
ist auch ein feministischer Kampf, ein Kampf um die Anerkennung und Wertschätzung von Sorge, Pflege und Erziehungsarbeit. Das sind die zentralen Kampffelder und nicht irgendwelche Gender-Debatten, die Sie hier immer wieder aufziehen wollen. Ihr kämpft nicht nur für euch, liebe KollegInnen, sondern stellvertretend für eine solidarische, gerechte und gleiche Gesellschaft. Und ja, wir führen diese feministischen Kämpfe seit Jahrzehnten. Ich bin es auch leid, ich hätte hier lieber eine Festrede gehalten, aber dafür gibt es noch viel zu tun. Trotzdem schließe ich gern mit etwas Positivem. Denn dass die Bedeutung des 8. März und der damit verbundenen Kämpfe im rot-rot-grün regierten Berlin durch die Einführung eines Feiertages gestärkt wurde, ist ein wichtiges Zeichen. Und auch, dass das rot-rot regierte Mecklenburg-Vorpommern das Gleiche plant. Links wirkt. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Ulle Schaufs das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jedes Jahr bietet der Internationale Frauentag uns eine Chance, nämlich die, ehrlich auf die Lage von Frauen zu schauen und daraus politisches Handeln abzuleiten. Als Grüne sind wir in der Koalition mit SPD und FDP angetreten, genau dies zu tun: Handeln und dem Stillstand in puncto Gleichstellung, der viel zu lange geherrscht hat, ein Ende bereiten. Dass der Aufbruch der Ampelkoalition auch ein feministischer ist, haben sehr viele in unserem Land aufatmend begrüßt. Mit einer engagierten Feministin als Frauenministerin, einer Außenministerin, die aktiv ein Zeichen mit feministischer Außenpolitik setzt, da wird klar, auch das Empowerment von Frauen und Menschenrechte stehen im Mittelpunkt. Und das ist ein positives Zeichen für die Frauen auch in unserem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Wahrheit gehört auch, dass die Corona-Situation aktuell negativ auf die Geschlechtergerechtigkeit wirkt. Die strukturelle Ungerechtigkeit und Ungleichheit führt laut einer neuen Studie des WSI dazu, dass es gerade die Frauen sind, die ihre Arbeitszeit reduzieren und Homeschooling und Kinderbetreuung auf sich nehmen. Anfang dieses Jahres hat jede fünfte Mutter ihre Arbeitszeit wegen der pandemischen Lage reduziert. Und das ist alarmierend. Den Müttern gehen massiv die Kräfte aus. Und es geht nicht, Frauen weiter still und mit unentgeltlicher Leistung auszulagern. Wir müssen Frauen jetzt entlasten. Wir brauchen mehr als nur Kinderkrankentage. Die helfen alleine nicht. Was hilft, ist die Stärkung von flexiblen Arbeitszeitmodellen, etwa der Brückenteilzeit. Denn die ermöglicht Frauen, die Arbeit partnerschaftlicher aufzuteilen. Und faire Aufteilung der Care-Arbeit, die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5, 2 Wochen Schutzzeit für den zweiten Elternteil nach der Geburt, die Weiterentwicklung des Elterngeldes. So verschaffen wir Frauen wieder Perspektiven, und die brauchen sie zügig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den größten Ungerechtigkeiten gehört nach wie vor die Lohnlücke von 18% für Frauen. Und darum ist ein verbessertes Entgelttransparenzgesetz und das Verbandsklagerecht unerlässlich. Uns ist ein Anliegen, die Lage der Frauen mit prekären Beschäftigungen, die von Ausbeutung und von Armut bedroht sind, zu verbessern. Da ist der Mindestlohn ein wichtiger, aber auch die Reform des AGG ist unerlässlich, denn gerade für Frauen mit Rassismuserfahrung oder Mehrfachdiskriminierung, für Transfrauen, Lesben, Frauen mit Behinderungen oder Kopftuchträgerinnen ist das ein ganz wichtiger Schritt. Liebe Kolleginnen, es ist für uns ein Selbstverständnis, dass wir für die Rechte aller Frauen in ihrer ganzen Vielfalt und Würde einstehen. Nicht nur am Frauentag, sondern immer und uneingeschränkt. Unser Feminismus ist solidarisch und intersektional. Das gilt beim Gewaltschutz, bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention genauso wie bei der Selbstbestimmung. Mir liegt besonders am Herzen, reproduktive Rechte und körperliche Selbstbestimmung aller Frauen und gebärfähigen Menschen zu erreichen. Die Streichung des § 219a ist auf dem Weg. Das ist gut so. Wir machen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche für alle Betroffenen zugänglich und schaffen Rechtssicherheit für die Ärztinnen. Aber auch die bereits verurteilten Ärztinnen, deren Klagen beim Bundesverfassungsgericht liegen, wollen wir eine Lösung bzw. eine Form der Entschädigung anbieten. Denn sie haben so viel Druck ausgehalten, und ich sage, Ihnen gilt hier unser Dank. Die Streichung des 219a ist frauenpolitisch ein wichtiges Signal. Sie löst aber nicht die prekäre Versorgungslage beim Schwangerschaftsabbruch in Deutschland, zu deren Absicherung wir im Bund
und in den Ländern verpflichtet sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darum müssen wir dringend das verbessern. Es gibt immer weniger Ärztinnen. Schwangerschaftsabbrüche müssen Teil der ärztlichen Ausbildung werden. Als Ampelkoalition werden wir in der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung nach Lösungen suchen, dass sich an der Kriminalisierung ungewollt Schwangerer und Ärztinnen endlich etwas ändern kann. Es ist wirklich Zeit, eine gesellschaftliche Debatte über reproduktive Selbstbestimmung zu führen, und zwar sachlich, faktenbasiert und ergebnisoffen, und die Forderungen aus der UN-Frauenrechtskonvention zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland endlich umzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt viel zu tun. Ich kann sagen, ich freue mich auf den feministischen Aufbruch gemeinsam mit allen engagierten Partnerinnen und einer Regierung, die frauenpolitisch den Unterschied macht. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion ergreift jetzt Michel Theil das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie steht es aktuell mit uns Frauen in Wissenschaft, in Forschung und in technischen Berufen? Freundlich formuliert, es könnte wirklich viel, viel besser sein. Der Internationale Frauentag und manch andere Initiative wie den Girls Day, Initiative Klischeefrei oder You Code Girls, die sind Vorzeigeprojekte und uns allen bekannt. Aber anscheinend entfalten sie nicht die erhoffte Wirkung, weder in den Kindergärten, in der Kita noch in der Schule, auch nicht bei der Wahl des Ausbildungsberufes oder des Studienfachs. Diesen Befund muss man so fassen und er muss uns in Alarmbereitschaft versetzen. Denn unsere Arbeitswelt hier mitten in Deutschland ist im Wandel und eine solide MINT-Bildung ist dabei die Grundlage für unseren Reichtum in unserem Land, für unseren Wirtschaft- und unseren Wissenschaftsstandort Deutschland. Und wir haben kluge Köpfe in unserem Land. Beim Abitur liegen die Frauen schon weit vor den Männern. Junge Frauen sind heute so gut ausgebildet, wie sie noch nie in unserer Geschichte waren. Das ist eine wirkliche frauenpolitische Erfolgsgeschichte. Aber die Frage bleibt doch, warum ergreifen dann nur wenige Frauen auch technisch-naturwissenschaftliche Berufe? Was hindert eigentlich uns Frauen da rein? Was schränkt uns ein? Was sind die Vorurteile in unserer Gesellschaft? Wer muss an der Stelle was tun? Der richtige Blickwinkel ist entscheidend. Die Frage muss lauten, wie müssen Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen verändert werden, damit Frauen zukunftsweisende, technisch orientierte Berufe ergreifen und dann auch in diesen Berufen Karriere machen können. Ich will Ihnen drei Aspekte nennen. Fangen wir in der Kita und in der Schule an. Natürlich werden da die Grundsteine gelegt, im MINT-Bereich wie in jedem anderen Bereich auch. Also, Mädchen und Frauen können natürlich Mathematik, sie können Informatik, sie können Natur- und Ingenieurwissenschaften oder Technik. Schule und die Umwelt, die können diese Fähigkeiten stärken oder eben auch verkümmern lassen. Bundesministerin Anja Karliczek, unsere ehemalige Bundesministerin, hat dafür ein Programm eingeführt, Mission MINT. Ich bin gespannt, was die Ampel daraus macht, ob sie es weiterführt. Der nächste Blick ist auf die Hochschulen. Könnten wir auch sagen, in die Politik. Wir brauchen da Vorbilder. Wir brauchen weibliche Vorbilder und eine gezielte Förderung von Frauen in der Wissenschaft. Deshalb haben sich Bund und Länder auch auf ein Programm geeinigt. Professorinnenprogramm heißt es. Das Geld ist bis 2022 da. Ich bin gespannt, ob auch die Finanzierung über das Datum hinaus hier von der Regierung gemacht wird. Und ganz wichtig, was immer in der Debatte vergessen wird, der dritte Punkt. Wir müssen doch hinschauen, was machen denn Industrie und Gewerbe? Wir brauchen auch als Frauen ein Betriebsumfeld, das für uns Frauen genauso passt, wie es für die Männer über Jahrzehnte und Jahrhunderte passend gemacht wurde. Das gilt für die Gestaltung von Werkzeugen, von Materialien, die wir und Maschinen, die wir haben. Das gilt für die Größe, für die Gewichte, für ganz furchtbar viele Dinge. Und das gilt natürlich auch für die Vorstände und auch die Aufsichtsräte. Wenn Sie die aktuelle Diskussion eines großen Konzerns hören, der sagt, wir können uns eine Frau im Vorstand vorstellen, aber nur zum Einkauf, aber in der Entwicklung von Motoren können wir uns das nicht vorstellen, dann ist das ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft und dieser Vorstände.
Und einige von Ihnen wissen, ich bin selber Architektin, ich bin selber Ingenieurin. Als ich in diesen Beruf gefunden habe, als ich da reinfinden wollte, war es so gut wie unmöglich, im Bereich Bauen eine Praktikumsstelle zu bekommen und geschweige denn in der ganzen Baubranche überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Es hat sich zum Glück viel geändert seitdem, aber manches ist noch genauso. Suchen Sie einen Bauleiter an der Baustelle, finden Sie ihn sofort, aber eine Bauleiterin ganz selten. Von einer gleichberechtigten Teilhabe ist deswegen noch lange nicht die Rede. Wir als CDU-CSU-Fraktion setzen uns weiter für eine wirklich gleichberechtigte Teilhabe ein. Dankeschön. Ich erteile für die SPD-Fraktion dem Kollegen Erik Malotki das Wort zu seiner ersten Rede hier im Haus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich heute anlässlich des Internationalen Frauentages meine erste Rede im Deutschen Bundestag halten darf. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen von drei Frauen zu berichten, deren Engagement mich nachhaltig beeindruckt hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Menge von diesen Frauen lernen können. Ich möchte Ihnen von Marlies Heinze, einer ehemaligen Gebäudereinigerin aus Pasewalk, berichten. Marlies engagiert sich in ihrer Nachbarschaft für eine Familie, die von Abschiebung bedroht ist. Ich habe Marlies bei einer Demonstration für faire Löhne für Reinigungskräfte in Greifswald kennengelernt. Mit 72 Jahren setzt sich Marlies immer noch in ihrer Gewerkschaft für andere ein. Sie kämpft für bessere Arbeitsbedingungen für ihre ehemaligen Kolleginnen, von denen immer noch viel zu viele im Niedriglohnsektor feststecken. Lassen Sie uns für Marlies und für Millionen andere Frauen dafür sorgen, dass jahrelanges ehrenamtliches Engagement mit einer höheren Rente belohnt wird. Es kann nicht sein, dass sich Frauen gegen ein Ehrenamt entscheiden, weil sie Angst vor Altersarmut haben. Es kann nicht sein, dass Frauen das größte Risiko für Altersarmut haben. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, die wir beenden werden. Ich möchte Ihnen von Peggy Lehm erzählen. Sie ist Wirtschaftsjuristin und Mutter eines tollen, schwerbehinderten Sohnes. Peggy setzt sich mit einer unglaublichen Entschlossenheit und für bessere Arbeitsbedingungen und kleinere Gruppen in den Kitas in Mecklenburg-Vorpommern ein. Hierfür hat sie mit anderen Engagierten über 14.000 Unterschriften für erfolgreiche Bürgerbegehren in der Region Rostock gesammelt. Als Ergebnis werden mehr als 100 Stellen für Erzieherinnen neu geschaffen. Für Frauen wie Peggy müssen wir die Bedingungen in den Kitas deutlich verbessern. Wir werden das Gute-Kita-Gesetz weiterentwickeln und ein Bundesqualitätsgesetz schaffen. Das heißt konkret mehr Erzieherinnen und eine bessere frühkindliche Bildung für unsere Kleinsten. Und da ist Luisa Kunert, Erzieherin und alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter. Luisa setzt sich mit Herzblut und gegen alle Widerstände für einen fairen Lohn und mehr Mitbestimmung in ihrer Kita ein. Heute ist sie Vorsitzende des Betriebsrats und ihre Kolleginnen haben einen Tarifvertrag. Sie hat dafür gekämpft, dass mehr als 160 Erzieherinnen aus dem Niedriglohnsektor herauskommen und sie hat gewonnen. Frauen wie Luisa müssen wir bei ihrem Einsatz für gute Löhne und Mitbestimmung noch mehr unterstützen. Wir werden die Rahmenbedingungen für Tarifverträge verbessern und so die Tarifbindung erhöhen. Wer keinen Tariflohn zahlt, braucht nicht auf öffentliche Aufträge zu hoffen. Wir werden uns darum kümmern, dass niemand bei der Gründung eines Betriebsrats ausgebremst wird. Wer demokratische Mitbestimmung im Betrieb verhindert, bekommt Post von der Staatsanwaltschaft. Marlies, Peggy und Luisa eint die Entschlossenheit, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen, auch ohne Aussicht auf Anerkennung. Sie hätten es verdient, hier an meiner Stelle im Deutschen Bundestag zu stehen.
Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein persönliches Versprechen abgeben. Der zu geringe Anteil von Frauen auf allen Ebenen der Politik ist ein Skandal. Umso besser ist es, dass hier im Bundestag in fast allen Fraktionen es engagierte Kolleginnen gibt, die mit so viel Power die Spielregeln der Politik verändern. Sie arbeiten daran, dass zukünftig keine gläsernen Decken und keine Männerbünde mehr verhindern, dass Frauen ihre Träume verwirklichen. Sie und ihr könnt euch sicher sein, dass ich euch bei diesem Kampf unterstützen werde. Danke. Jetzt hat Beatrice von Storch das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frauen werden abgeschafft, das ist der Titel eines Beitrags in der Emma von der Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling. Und Sie fast alle hier betreiben genau das. Sie fast alle hier sind Frauenabschaffer, weil Sie fast alle hier der Gender-Ideologie anhängen. Sie behaupten, das Geschlecht hat mit Biologie nichts zu tun und jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen. Das Selbstbestimmungsgesetz kommt dann hier demnächst auch in diesem Theater. Wir warten schon mit Freude drauf. Rowling hat es begriffen, die Gender-Ideologie gefährdet vor allem Frauen und Mädchen. Männer brechen Rekorde im Frauenschwimmen, Männer in der Damenumkleide, Sexualverbrecher im Frauengefängnis, weil sie sich gerade als Frauen fühlen. Rowling lehnt diesen Quatsch ab und wird deswegen mit obsessivem Hass verfolgt. Die Trans-Ideologie ist totalitär und sie ist zwangsläufig totalitär. Wer so offenkundig die Natur, die Wahrheit leugnet, der muss die Wahrheit selbst zum Verbrechen erklären und jeden, der die Wahrheit ausspricht, zum Verbrecher. Der Bundestag liefert ein gutes Beispiel. Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht und hier als Frau geführt wird, ist das schlicht rechtswidrig. Ich bin Markus Ganserer aber für zwei Dinge dankbar. Erstens, weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist, und weil er zweitens die Frauenquote final ad absurdum geführt hat. Hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin. Der Querbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, meint, jeder, der Herrn Ganserer nicht als Frau akzeptiert, sei transphob. Transphob ist offensichtlich ein anderes Wort für nicht blöd. Und nicht blöd sind auch die Initiatoren von Geschlecht zählt. Das sind ausdrücklich Feministinnen und Grüne, die gegen Ganserers Mandat nun klagen. Sie verstehen, dass es ohne Biologie keine Frauen gibt und ohne Frauen auch keine Frauenrechte. Am Weltfrauentag ist ein guter Moment, um festzustellen, ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau und Gender ist Gaga. Jeder Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht, und in diesem Parlament ist das die AfD. Vielen Dank. Frau von Storch, Sie haben vorhin hier dieses Parlament als Theater bezeichnet. Ich bitte Sie sehr, über diesen Begriff noch einmal nachzudenken. Sie sind ja selbst Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und ansonsten bitte ich Sie einfach auch persönlich um Respekt vor der Kollegin Tessa Ganserer. Jetzt gebe ich das Wort. Zu einer Kurzintervention der Kollegin Britta Hasselmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das, was die Abgeordnete Storch
sich gerade in diesem Haus erlaubt hat, ist niederträchtig. Niederträchtig, bodenlos, es ist homophob und zutiefst menschenverachtend. Aber dieses Haus ist ein Haus der Demokratie und der freien Rede und deshalb konnte sie das hier sagen. Es erschüttert mich zutiefst, dass jemand über eine Kollegin im Deutschen Bundestag so abscheulich und niederträchtig spricht, meine Damen und Herren. Und das ist erschütternd. Und ich wende mich wirklich an Sie alle. Tessa Ganserer ist eine von uns. Sie ist meine und unsere Kollegin. Sie ist eine der 59%-Anteil Frauen in dieser Fraktion. Und niemand von uns hat darüber zu richten oder darüber zu reden oder zu entscheiden, wie diese Frau ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie durch Ihren Applaus der Öffentlichkeit zeigen, dass Sie diese Haltung teilen. Und das ist ein gutes Gefühl und eine Unterstützung für meine Kollegin Tessa Ganserer. Ich danke Ihnen von Herzen dafür. Wir sollten zusammenstehen bei aller Unterschiedlichkeit in der Sache als demokratische Kräfte, wenn eine solche Menschenverachtung hier im Haus passiert, stellen wir uns dem entgegen. Danke dafür. Frau von Schrecht, bei mir ist jetzt keine Kurzintervention angemeldet. Möchten Sie das tun? Antworten. Ich bin gerade in einer Weise persönlich angegriffen worden, dass ich dazu gerne Stellung nehmen möchte. Möchten Sie eine Kurzintervention anmelden? Ja, möchte ich. Dann gebe ich Ihnen das. Sie muss antworten. Auf die Kurzintervention antworten. Alles gut. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen jetzt noch einmal das Wort zu einer Kurzintervention. Das eröffnet aber natürlich die Möglichkeit, dass darauf auch wieder geantwortet werden kann. Und dann ist ja dieser... Genau. Sie... So. Ich gebe Ihnen jetzt das Wort. Sie sind persönlich angesprochen worden. Und dann werde ich hier diese Sitzung weiterleiten, in der Hoffnung, dass das möglich ist. Und wenn Sie... Frau von Storch jetzt die Ruhe geben, dass sie auch sprechen kann und nicht mehr weiter dazwischen rufen, dann kann das auch beginnen. Frau von Storch. Ich finde das eine außerordentlich interessante Debatte und sie zeigt, wohin es führt. Ich habe ausdrücklich gesagt, jeder kann privat machen, was er möchte. Aber es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen man juristisch sein Geschlecht wechseln kann. Markus Ganserer ist als solches auch im Bayerischen Landtag geführt worden und hat sich ausdrücklich dagegen entschieden, die juristischen Wege zu gehen, die es benötigt, um sein Geschlecht zu wechseln. Und auf dieser Seite ist er juristisch weiterhin ein Mann und er ist biologisch ein Mann. Und wir wissen, dass das Selbstbestimmungsgesetz kommt, dass jeder hier in diesem Land sein Geschlecht per Sprechakt ändern kann.
Das halten wir für absurd. Und es ist eben auch absurd, wenn man dann als selbsterklärter Mann eine Frauenquote in Anspruch nehmen kann. Und deswegen sind es Feministinnen und Grüne, die genau dagegen klagen, weil das eben gegen die Frauenrechte ist, wenn jemand, der sich selbst als Mann erklärt, als Frau erklärt, der ein Mann ist, diese Quote in Anspruch nehmen kann. Das ist nicht die AfD, das sind Grüne und Feministen, die dagegen klagen, weil sie das eben genau nicht wollen. Das Geschlecht ist eine biologische Tatsache, dass Sie jetzt noch juristisch aufladen wollen, weil Sie es trennen wollen, aber nicht mal diesen Weg ist Markus Ganserer bisher gegangen. Und deswegen sage ich noch einmal, was jemand in seiner Privatheit macht, das steht ihm völlig frei. Darüber ist nicht zu urteilen. Das ist eine Entscheidung, wie man sein Leben führen möchte. Aber es kann die Gesellschaft nicht gezwungen werden, jemand, der juristisch ein Mann ist und der biologisch ein Mann ist, einfach als Frau annehmen zu müssen und auch für ihn die Quoten für Frauen zu öffnen. So, nachdem Sie jetzt noch einmal Gelegenheit hatten, auf die persönlichen Anwürfe zu reagieren, geht die Debatte jetzt weiter. Und ich freue mich, dass die Kollegin Tessa Ganserer im Haus ist und gebe aber jetzt das Wort der Kollegin Gide Jensen für die FDP-Fraktion. Frau von Storch, Sie haben sexuelle Identität nicht verstanden. Und ich glaube, das ist das Problem. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, all I'm asking is for a little respect. 1967 hat Aretha Franklin in einer feministischen Hymne einfach ein bisschen mehr Respekt eingefordert. Knapp 50 Jahre später schrieb Beyoncé vermutlich die feministische Hymne für das 21. Jahrhundert. Who run the world? Girls. Wir wollen nicht einfach nur Respekt, wir wollen auch nicht einfach nur am Tisch sitzen, wir wollen die Welt regieren. Und ja, ich weiß, wenn Frauen solche Ansprüche hier stellen, woanders stellen, macht das im Jahr 2022 noch vielen Menschen Angst. Bei manchen löst diese Anspruchshaltung gar unbändigen Hass aus. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir mit dieser neuen Bundesregierung und mit dieser neuen Koalition Ihnen allen zeigen können, dass es dafür nicht den geringsten Grund gibt. Bei unseren Vorhaben im Bereich Gleichstellung, und das kann jeder in unserem Koalitionsvertrag ja nachlesen, geht es nicht darum, dass Feministinnen die Welt unterjochen wollen. Es geht darum, dass jede Frau, dass jedes Mädchen an ihr Leben in dieser Welt die gleichen Ansprüche stellen darf wie jeder Mann und jeder Junge, dass sie die gleichen Träume träumen darf und dass sie dann auch noch die gleichen Chancen hat, genau diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Es bedeutet auch, dass wir einer Bürgerin die gleiche Mündigkeit zusprechen wie einem Bürger dieses Landes, die Fähigkeiten, ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben. Ich weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Sie versuchen mit aller Kraft, auch hier immer wieder in der Debatte umzudeuten, was wir mit der Abschaffung von Paragraph 219a erreichen möchten. Und deswegen erkläre ich das noch mal kurz, worum es eigentlich da vor allen Dingen für die Frauen geht und warum sie es als Befreiungsschlag empfinden werden. Es geht darum, dass wir im Jahr 2022 Frauen zutrauen, fachliche Informationen von Ärztinnen und Ärzten zu verstehen und einzuordnen. Und es geht darum, dass wir im Jahr 2022 Frauen zutrauen, eine der schwersten Entscheidungen überhaupt eigenverantwortlich und mit allen Konsequenzen zu treffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen ein Level Playing Field. Dafür bin ich angetreten, dafür sind wir angetreten. Wir wollen keinen Startvorsprung, wir wollen die gleichen Schuhe und wir wollen den gleichen Trainingsplan. Und dazu gehört es, dass wir etwas ändern, wenn gesellschaftliche Klischees, wenn Normen Frauen ihres Potenzials berauben. Es kann nicht sein, dass Mädchen denken, Mädchen können kein Mathe. Und deswegen bin ich froh, dass wir eine Bundesbildungsministerin jetzt haben, die sich damit nicht abfinden wird. Wenn wir, wie in den vergangenen zwei Jahren Pandemie, merken, dass die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die wir derzeit haben, die funktionieren offenbar nur unter Optimalbedingungen, manchmal unter Normalbedingungen, aber auf gar keinen Fall unter Ausnahmebedingungen, da brechen sie regelmäßig ineinander zusammen. Und deswegen werden wir das anpacken. Gleichberechtigung werden wir dann erreichen, wenn ich hier nicht mehr vom Wir spreche und alle wissen, wer gemeint ist.
Wir werden sie dann erreichen, wenn wir Frauen als Individuen wahrnehmen und nicht mehr als Stellvertreterinnen ihres Geschlechts. Wenn unsere Außenministerin Annalena Baerbock nicht mehr die Frau ist, die es mit autokratisch herrschenden Männern in der Welt aufnehmen kann, wenn unsere Ministerin Nancy Faeser nicht mehr die Frau ist, die ein hartes Ressort besetzt. Wenn eines Tages nicht mehr Frauen als Stellvertreterinnen ihres Geschlechts die Welt regieren, sondern Angela Merkel, Jacinda Ardern, Theresa May, Sanna Marin und viele mehr. Genau dann ist für uns als Liberale das Versprechen auf Gleichberechtigung auch erfüllt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Jensen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Yvonne Magwas, CDU-CSU-Fraktion. Frau Kollegin Vizepräsidentin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 4.458, das ist meine Schreckenszahl der Woche. 4.458 zu viel Fälle von Angriffen, Beleidigungen und Bedrohungen gegen Politiker und eben Politikerinnen. Diese Zahl hat das Bundeskriminalamt 2021 gezählt. Die Gewalt gegen Frauen ist ein großes und es ist ein wachsendes Problem in der analogen und insbesondere auch in der digitalen Welt. Vor allem politisch argumentierende, politisch aktive Frauen sind Ziel von Herabwürdigungen, Bedrohungen bis hin zu Mordaufrufen. Frauen erleben zudem diese Angriffe stärker als Männer in sexualisierter Form. Laut einer aktuellen Studie der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft gemeinsam mit Allensbach haben 77% der Politikerinnen auf Landesebene und 98% der Politikerinnen auf Bundesebene diese Erfahrung vor allem in Bezug auf die sozialen Netzwerke bereits gemacht. Wahrscheinlich können wir alle hier ein trauriges Lied davon singen. Dass den Ankündigungen in der virtuellen Welt auch immer häufiger Untaten im wirklichen Leben folgen, zeigen leider auch die Zahlen des Bundeskriminalamtes. Die Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger haben sich in den vergangenen 4 Jahren fast verdreifacht. Grund dafür sind auch die durch Corona bedingte Radikalisierung in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Telegram. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe die große Gefahr, dass sich Frauen aus dem Netz zurückziehen oder ihre politischen Ambitionen auch fallen lassen. Und gerade auf kommunaler Ebene, wo wir nur 9,5% Landrätinnen und 10% Bürgermeisterinnen in Deutschland haben, ist das ein fatales Signal. Und ich sehe daraus ein großes gesellschaftliches Problem auf uns zukommen, denn es ist auch ein Schlag gegen die Demokratie, und die Demokratie steht damit auch auf dem Spiel. Und dagegen müssen wir aus meiner Sicht etwas tun, und zwar mehr als bisher. Wir brauchen wirklich die aktive Bündelung aller Kräfte aus Gesellschaft, aus Politik, aus Justiz und von den Plattformbetreibern. Es ist gut, dass die Innenminister von Bund und Ländern im vorigen Jahr 2 wichtige Beschlüsse gefasst haben. Zum einen eine frauenspezifischere Kriminalstatistik auf den Weg zu bringen und zum anderen aber auch konsequenter gegen Straftaten zum Nachteil von Amts- und Mandatsträgern vorzugehen. Das ist wichtig, denn es braucht neben klarer Haltung auch ein konsequentes Vorgehen. Und mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität hat die Union in den letzten 2 Legislaturperioden wichtige Instrumente zur Bekämpfung von Hetze und der Strafbarkeit von Tätern im Netz beschlossen. Deutschland hat damit eine Vorreiterrolle eingenommen in Europa. Und mit neuen hassverbreitenden Plattformen wie Telegram oder schlimmeren Exzessen müssen die Gesetze gegebenenfalls auch nachgeschärft werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, hier dürfen wir eben nicht rückwärts gehen.
Da reichen eben keine schönen Reden und Bekenntnisse zur wehrhaften Demokratie, die ich gerade immer so lese. Nein, da brauchen wir konkrete und wirkungsvolle Instrumente. Ein Recht auf völlige Anonymität im Internet und auch die Ankündigung von Bundesjustizminister Buschmann, die Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen, ohne Lösungsvorschläge zu bringen, stehen im krassen Widerspruch zu den Erfordernissen der Kriminalitätsbekämpfung im digitalen Raum. Die Strafverfolgungsbehörden benötigen eben gerade ein Mehr und nicht ein Weniger an Ermittlungsbefugnissen und natürlich auch mehr Personal in dieser Frage. Zu oft wird der Datenschutz ins Feld geführt, um den Behörden größeren Handlungsspielraum zu verwehren. Opferschutz, meine Damen und Herren, muss im Vordergrund stehen. Und die Plattformen müssen nach wie vor stärker ihrer Verantwortung für das gerecht werden, was auf ihren Seiten auch gepostet wird. Und in Anbetracht der rasant steigenden Zahlen des PKA bin ich auch dafür, dass wir ernsthaft noch uns mal auf das Thema Klarnamenpflicht im Internet verständigen, dazu vielleicht auch noch mal diskutieren. Die Anonymität erhöht immer die Hemmschwelle, auch Hasskommentare abzuschicken. Lassen Sie uns diesen Weg bestreiten. Abschließend, meine Damen und Herren, ein Zitat von Rita Süssmuth: Feministin zu sein ist das Mindeste, was man als Frau tun kann. Von mir auch einen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Rita Süssmuth. Wir haben ihr viel zu verdanken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Nackwers. Alles gut. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sarah Lahrkamp, SPD-Fraktion, mit ihrer ersten Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, weltweit werden zum Weltfrauentag am 8. März schöne Reden gehalten. Diesen müssen auch Taten folgen. Einiges haben wir in Deutschland schon erreicht, aber es gibt auch noch viel zu tun. Daran erinnert der Weltfrauentag. Es geht um faire Chancen, es geht um Gerechtigkeit und es geht um Respekt. Für Mütter zum Beispiel. Als Mutter von 4 Kindern weiß ich, was viele Frauen jeden Tag leisten. Morgens früh aufstehen, die Kinder fertig machen, zur Schule bringen, zur Arbeit hetzen, zum Einkaufen, bei den Hausaufgaben helfen, die Wäsche machen und, und. Am Ende des Tages bleibt kaum mehr Zeit für sich selbst. Und ich klage noch auf hohem Niveau, denn ich habe einen wirklich tollen Mann, der sich um die Kinder kümmert, während ich hier zu Ihnen sprechen darf. Doch das ist im Jahre 2022 in Deutschland häufig immer noch die Ausnahme von der Regel. Veraltete Rollenbilder und Strukturen stehen Frauen im Weg, im ländlichen Raum häufig noch mehr als in der Großstadt. Und sie ignorieren auch die Vielfältigkeit moderner Familienkonstellationen. Zum Beispiel tragen Alleinerziehende allein die Verantwortung für ihre Familie und arbeiten, quasi nebenbei. In der Regel betrifft das Frauen. Respekt, Gerechtigkeit und faire Chancen verlangen auch, dass wir etwas dagegen unternehmen, dass Frauen durchschnittlich 18% weniger je Stunde verdienen als Männer. Sie arbeiten häufig in schlecht bezahlter Berufen und verdienen selbst dort noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Ich bin froh, dass die Bundesregierung diese Frauen mit einem deutlich höheren Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde stärken will. Frauen profitieren am meisten davon. Aber mit dem höheren Mindestlohn wäre noch nichts für die Frauen getan, die Care-Arbeit in der eigenen Familie unentgeltlich leisten. Frauen wenden pro Tag im Schnitt 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Deshalb arbeiten sie häufiger in Teilzeit, zahlen weniger in die eigene Altersvorsorge ein und sind am Ende stärker von Altersarmut bedroht. Es darf nicht sein, dass Sorgearbeit, also der Dienst an Familie und Gesellschaft, zu Armut im Alter führt. Frauen brauchen flexiblere Strukturen, um am Wirtschaftsleben teilzuhaben. Mit der Brückenteilzeit haben wir 2019 ein wichtiges Instrument eingeführt.
Frauen, die Kinder erziehen, Angehörige pflegen oder sich ehrenamtlich engagieren wollen, haben größere Spielräume bekommen. Die Möglichkeit zur Brückenteilzeit besteht übrigens auch für Männer. Vielleicht ist das auch ein weiterer Anreiz, damit sie mehr Care-Aufgaben übernehmen. Manche tun das schließlich richtig gerne. Gute Frauenpolitik dient also auch Männern und hilft ihnen, aus unfreiwilligen Rollen auszubrechen. Gute Frauenpolitik ist gute Familienpolitik, die die Vielfältigkeit von Familienformen in unserem Land stärkt und es Frauen wie Männern ermöglicht, flexibel auf veränderte Lebensumstände zu reagieren. Daran werden wir weiterarbeiten, damit Frauen, Mütter und Familien so leben können, wie sie es möchten und die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Larkin. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Dorothee Beer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass wir heute zum Weltfrauentag sprechen, der sich zum 111. Mal jährt. Der erste Weltfrauentag war am 19. März 1911. Und sehr geehrte Kolleginnen, Frau Haider-Kühnel, Frau von Storch, wenn man sich Ihre Reden angehört hat, hatte man das Gefühl, man wäre im Jahr 1911 gelandet. Es war wirklich unterirdisch, was Sie hier heute von sich gegeben haben, wobei ich auch das Gefühl hatte, Frauen 1911 waren aufgeklärter als die gesamte AfD-Fraktion das heute von sich gegeben hat. Und ein Einschub noch, wenn man sich überlegt, dass Sie hier mal Bundestagsvizepräsidentin haben werden wollen, kann ich nur für mich persönlich sagen, niemals so gerne jemanden nicht gewählt zu haben. Das war wirklich peinlich, was Sie sich geleistet haben. Aber jetzt auch mal zum Thema und zum Thema Frauen und auch von dieser Stelle aus wirklich noch mal ein ganz klares, ein ganz deutliches Bekenntnis, auch aus der Opposition raus in dieser Legislaturperiode, wie wichtig uns das Thema Frauen insgesamt ist, wie wichtig uns die Themen Gleichberechtigung, Care-Arbeit, komme ich gleich dazu, sind. Das sieht man auch daran, dass von allen möglichen Fraktionsvorsitzenden in diesem Hohen Haus nur der unsere da ist. Lieber Friedrich Merz, vielen herzlichen Dank. Sie müssen gar nicht schreien, Frau Hasselmann. Ich habe gesagt, von den möglichen Fraktionsvorsitzenden. So, und die anderen sind leider nicht da. Herr Dürr, Herr Mütze nicht. Das hätte vielleicht auch nicht geschadet an der Stelle. Wir nehmen das Thema wirklich sehr ernst. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Möglichkeit haben, auch noch mal darüber zu sprechen, nicht nur, wo wir stehen, nicht nur zu lamentieren, nicht nur vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wie es der Kollege von der SPD gemacht hat, zu sagen, welche Frauen er uns vorstellen will, sondern ich hätte mir schon erwartet, dass von den Ampelparteien, auch von den Fraktionen, mal konkrete Vorschläge kommen, was in den nächsten 4 Jahren geplant ist. Das wäre gut gewesen. Und wir hatten natürlich irgendwie das Gefühl, dass Sie hier nicht zum Weltfrauentag sprechen, sondern glauben, heute ist der internationale Weltvorlesetag. Nur ein paar schöne Geschichten reichen nicht und reichen den Frauen in unserem Land nicht. Gede Jensen hat gesagt, wir Frauen wollen die Welt regieren. Das machen wir als Union, das machen wir als EVP, wenn ich mir mit Christine Lagarde, Ursula von der Leyen und Roberta Metsola anschaue, dass wir 3 Frauen an der Spitze der europäischen Institutionen haben, ist es sicherlich auch etwas, was es wert ist, an dem Tag auch behandelt zu werden. Aber vielleicht noch mal 2, 3 Probleme, die sich in den vergangenen 2 Jahren verschärft haben, die noch mal ersichtlicher wurden. Wenn wir jetzt mitten immer noch in einer Pandemie stehen, die sich hoffentlich dem Ende zuneigt, müssen wir eben konstatieren, dass wir diese Pandemie nicht nur aus gesundheitlichen, sondern aus wirtschaftlichen Veränderungsprozessen betrachten, sondern eben ganz besonders noch mal die Gesellschaftspolitik in den Blick nehmen. Und da bleibt eben festzuhalten, dass uns da die Aufgaben nicht ausgehen werden und ich auch persönlich mit dem Status quo nicht zufrieden bin. Viele Frauen, das ist angesprochen worden, sind in sogenannten systemrelevanten Bereichen tätig. Nicht nur Erziehung und Pflege, was angesprochen wurde, sondern eben auch zum Beispiel in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Gewerbe. Und da waren eben ganz besonders Frauen von der Pandemie betroffen. Und das hatte zur Folge, dass die Aufteilung zwischen Erwerbs- und Sorgearbeit auch in den Haushalten immer wieder neu verhandelt werden musste. Und damit natürlich auch bei den Verhandlungen es immer sehr stark darum geht, wie schaut es aus mit langfristigen Karrierechancen. Und meistens ging das Ganze eben zulasten der Frauen.
Und uns ist als Fraktion ein Thema ganz besonders wichtig, nicht erst neu, sondern das haben wir auch in der letzten Legislatur schon immer wieder auf die Tagesordnung gebracht. Das ist die Betroffenheit und die Widrigkeiten für unsere Alleinerziehenden in diesem Land. Wir haben über 2,6 Millionen Väter, aber ganz besonders Mütter, die alleinerziehend sind, die hier nicht die Möglichkeit haben, sich Erwerbs- und Sorgearbeit aufzuteilen in einem neuen Verhältnis. Sie tragen die doppelte Verantwortung, sie tragen die doppelten Sorgen. Viele arbeiten in Teilzeit, machen dafür Abstriche bei ihrem Verdienst, bei ihren Karrierechancen, aber auch fast die Hälfte arbeitet in Vollzeit. Und für die wollen wir in dieser Legislatur noch mehr erreichen, als wir es schon in den letzten Jahren getan haben. Wir wollen ihnen nicht nur den Rücken stärken, wir wollen ihnen nicht nur eben durch wohlfeile Worte sagen, dass sie eine tolle Arbeit leisten, sondern wir haben in der letzten Legislaturperiode durchgesetzt, dass wir den Steuerfreibetrag auf 4.000 Euro erhöht haben. Wir schlagen vor, ihn jetzt auf 5.000 Euro zu erhöhen. Wir brauchen aber noch mehr Maßnahmen. Wir wollen eine Erhöhung des Wohngeldes oder einen Sofortbonus für Kinder, um eine möglichst schnelle Verbesserung auch zu erreichen. Und sehr geehrte Ministerin Spiegel, Sie haben ja auch immer von sofort, sofort, sofort gesprochen. Sofort ist auch so ein blumiges Wort. Sofort ist eigentlich jetzt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie schon erst im April in den Ausschuss kommen, dass Sie vielleicht mit der Politik trotzdem ein bisschen früher anfangen, als es bislang der Fall war. Und weil sich ja um die Familienpolitik in dem Land, zumindest wenn man es jeden Tag in der Zeitung liest, mehr Herr Buschmann kümmert, würde ich mich einfach freuen, wenn Sie sich vielleicht in der Frauenpolitik etwas mehr engagieren. Ein Beispiel auch an der Kollegin Baerbock nehmen. Die hat jetzt in Spanien eine Sonderstaatsanwaltschaft für Gewalt gegen Frauen besucht. Das könnte doch auch ein Beispiel sein, was für uns, für Deutschland funktionieren würde. Also Sie sehen, es gibt viel zu tun und gerade wenn man für den Bereich zuständig ist, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, da geht einem die Arbeit nicht aus. Da wünsche ich mir ganz, ganz viel Engagement, nicht nur Reden zum Weltfrauentag, sondern eben auch Handlungen. Wir sind als Union an Ihrer Seite, wenn es sinnvoll ist und nicht bei allem anderen, sind wir eine konstruktive Opposition und wir werden so eine gute Arbeit machen, dass wir in 4 Jahren hier auch wieder als Regierungspartei stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulrike Bahr, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der heutigen Debatte möchte ich den Scheinwerfer auf eine Gruppe richten, die oft im Dunkeln bleibt, obwohl sie zahlenmäßig im Rampenlicht stehen müsste. Ich rede von den älteren Frauen. Etwa 13,2 Millionen Frauen im Alter über 60 in Deutschland. Natürlich sind ihre Lebenswege und damit auch ihre Lebenssituationen im Alter sehr unterschiedlich. Und zum Glück erleben wir, dass sich der Blick der Gesellschaft auf ältere Frauen allmählich wandelt. Während früher zum Beispiel Schauspielerinnen jenseits der 40 einfach von den Leinwänden verschwanden, sind ältere Frauen heute in Kino und Film wesentlich prominenter vertreten. Ich erinnere zum Beispiel an die großartige, kleine und grauhaarige Judi Dench, die 2012 mit damals Mitte 70 große Erfolge als weibliche Hauptrolle im James-Bond-Film Skyfall feierte. Aber das Leben ist kein Kinofilm. Die Lebensrealität der meisten älteren Frauen in Deutschland sieht leider anders aus. Gerade ältere Frauen müssen ausbaden, was vor allem in der Bonner Republik versäumt wurde. Sie wurden oft nicht zu beruflichen Karrieren ermutigt. Sie wurden in schlecht bezahlte Berufe oder auch in Minijobs abgedrängt und müssen jetzt in der Folge mit sehr kleinen Renten leben. Die Grundrente hat vielen von ihnen geholfen. Im Schnitt erhalten die berechtigten Frauen 37% mehr Rente. Aber dennoch sind Restaurant und Kinobesuch oder eine neue Brille keine Selbstverständlichkeiten. Der Gender Pension Gap liegt immer noch bei knapp 60%. In keinem anderen europäischen Industrieland ist er größer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Altersarmut in Deutschland ist weiblich. Frauen sind zusätzlich noch im Rentenalter sehr stark mit Care-Arbeit belastet. Die Kinder mögen aus dem Haus sein, aber sehr viele übernehmen in diesem Alter Pflegetätigkeiten. Sogenannte junge Seniorinnen sind die größte Gruppe bei den pflegenden Angehörigen. Die beiden letzten Jahre der Pandemie waren eine gewaltige Belastung.
Tagespflegen waren geschlossen, Pflegedienste konnten nicht kommen, Beratungsstellen waren nur eingeschränkt zugänglich. Mit diesen zusätzlichen Pflegebelastungen hatten und haben vor allem Frauen zu kämpfen. Lassen Sie uns deshalb beim Internationalen Frauentag auch die Frauen in den Blick nehmen, die von neuen gleichstellungspolitischen Initiativen nicht mehr direkt profitieren können. Sie profitieren aber sehr wohl von einer guten sozialen Infrastruktur, funktionierenden Unterstützungssystemen für pflegende Angehörige, Mehrgenerationenhäusern und Angeboten zur Überwindung von Einsamkeit und Isolation. Das muss das Ziel sein, und daran arbeiten wir gemeinsam als Koalition. Aus diesem Grund streben wir eine umfassende Förderung seniorengerechter Ansätze an für mehr Partizipation, Engagement, Alltagshilfen sowie Bildungs- und Begegnungsangeboten. All das verdient unser aller Unterstützung, gerade mit Blick auf die Frauen 60+. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bahr. Als letzte Rednerin erhält in dieser Debatte das Wort die Kollegin Leni Breimeyer, SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin Spiegel. Es ist ja der Internationale Frauentag, an den wir heute denken, der erst ein paar Tagen sein wird. Und deshalb habe ich gedacht, dass wir auch noch mal einen kleinen Blick aufs Internationale werfen. Ich habe lange überlegt, was ich zu Afghanistan sage, aber da hätten meine 3 Minuten nicht gereicht. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe jetzt 100 Kilometer weiter östlich und lande mal dann in Polen, von uns aus erreichbar, in 1,5 Stunden mit dem Auto. Und ich schaue mir den 21. Dezember letzten Jahres an, als die 37-jährige Agnieszka, Mutter von 3 Kindern, schwanger mit Zwillingen ins Krankenhaus mit dem wunderbaren Namen zur heiligen Jungfrau Maria in Tschen-Stochau eingeliefert wurde. Ein paar Tage später starb ein Fötus ihrer beiden Zwillinge, die sie im Bauch hatte, und die Ärzte dieser Klinik weigerten sich, sie zu operieren wegen des restriktiven Abtreibungsrechts in Polen. Eine Woche später starb der zweite Fötus. Weitere 2 Tage lang haben sich die Ärzte geweigert, die Frau zu operieren. Das haben sie dann nach 2 Tagen gemacht. Dabei war dann die Sepsis so weit fortgeschritten, dass diese Mutter von 3 Kindern am 25. Januar diesen Jahres starb. Jetzt können wir hier wohlfeile Reden halten von Solidarität mit den Frauen in Polen, und das meine ich auch aus tiefstem Herzen. Aber ich glaube, was wir hier machen können, was wir deutsches Parlament machen können, ist, unsere eigenen Hausaufgaben zu machen und uns nicht beeindrucken zu lassen vor denen, die auch bei uns ein restriktiveres Schwangerschaftsrecht wollen und alles, was wir an Fortschritten verabredet haben, boykottieren wollen. Und deshalb bin ich froh, dass wir auch für die Frauen in Polen, aber auch für die Frauen in Europa, aber auch für die Frauen in Deutschland den 219a jetzt streichen. Und das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir Frauen in Deutschland, wir haben es so satt, dass wir bevormundet und gegängelt werden, insbesondere dann immer unter dem Deckmäntelchen, dem Schutz des ungeborenen Lebens. Das dient nur dazu, die Frauen zu gängeln. Und wir schützen bei uns kein ungeborenes Leben, indem wir den Frauen Strafe androhen. Wir schützen dann ungeborenes Leben, wenn wir ausreichend Wohnraum zur Verfügung stellen. Wir schützen ungeborenes Leben, wenn wir ordentliche, gut bezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Wir schützen ungeborenes Leben, wenn wir eine partnerschaftliche Teilung der Familienarbeit haben. Wir schützen ungeborenes Leben mit einem gescheiten Mindestlohn. Das ist das, was wir brauchen. Und deshalb müssen wir in die Debatte gehen. Ulle Schaus hat es gesagt, was machen wir eigentlich da im Strafrecht? Aber wir müssen dann auch eben noch weitergehen, kostenlose Verhütungsmittel und so weiter. Jetzt leuchtet der Herr Präsident mich schon an, und deshalb komme ich jetzt zum Schluss und sage, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Gleichstellung der Geschlechter ist die Hauptspeise der Demokratie und nicht der Nachtisch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus
Vielen Dank, Frau Kollegin Breinmeier. In der Tat hat die Elektronik Sie angeleuchtet, aber ich habe Sie auch angeleuchtet von hinten bei Ihren Ausführungen. Damit schließe ich die Aussprache. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, CDU, CSU.